Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Heute geht es also um die Pakte, die Bund und Länder geplant haben zur Finanzierung von Vorhaben an den Hochschulen. Die Opposition hätte sich gerne einzeln und intensiver mit den verschiedenen Ansätzen auseinandergesetzt, denn diese Wissenschaftspakte sind ja keine Fußnoten und auch keine Kleinigkeit, sondern es geht eben um Milliardenbeträge und wie sie verteilt werden. Wenn wir jetzt aber über alles zusammen diskutieren, dann möchte ich gerne mit der Frage der Verhältnismäßigkeit beginnen. Denn da hat die Bundesregierung aus unserer Sicht wirklich den größten Nachholbedarf. Man hat das Gefühl, die Regierung hat jedes Gespür für das Verhältnis von Spitzen- und Breitenförderung verloren. Sie machen Milliarden für die Elitenförderung locker und der große Rest wird am Katzentisch mit ein paar Almosen abgespeist. Sie nennen das dann Elite und Exzellenz. Sie nennen das dann Elite und Exzellenz. Ich nenne das verantwortungslos, denn es wird den Herausforderungen, vor denen die Hochschulen stehen, einfach nicht gerecht. Und das ist das große Problem mit dieser Regierung. Das große und ungelöste Problem an den Hochschulen heißt Unterfinanzierung, chronische und dauerhafte Unterfinanzierung. Und ich gebe Ihnen gerne auch noch mal einen Einblick in die Situation vor Ort, falls die Regierung das jetzt gerade mal aus den Augen verloren haben sollte. Da ist zum einen die völlig prekäre soziale Infrastruktur. Das BAföG, das jetzt zum Oktober endlich mal erhöht wird, ist bereits zum Zeitpunkt seiner Erhöhung wieder überholt und unzureichend. Die Studierenden lernen in völlig überfüllten Seminaren. Bibliotheken müssen ihre Öffnungszeiten einschränken und die Mensen sind so unterfinanziert, dass sie das Essen verteuern. Das ist doch die Situation vor Ort. Das zweite seit Jahren ungelöste Problem ist die schlechte Situation für die Beschäftigten und für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ändern wird sich daran eben erst etwas, wenn wirklich Geld in die Hand genommen wird, um verlässliche Karrierewege und Dauerstellen in der Wissenschaft zu schaffen, durch die Einrichtung von zusätzlichen Professuren, aber vor allem doch durch dauerhafte Stellen im Mittelbau. Und was macht da die Bundesregierung? Ehrlich gesagt, ihre Taktik ist Scheuklappen an und weiter so, einfach weiter so mit der Politik der befristeten Pakte statt endlich der Einstieg in eine verlässliche Grundfinanzierung. Jetzt gibt es also drei Pakte. Die Exzellenzinitiative zur Förderung von wenigen Spitzenunis, dann einen Pakt zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten und drittens das Programm Innovative Hochschule für Fachhochschulen. Und wenn Sie sich auch noch so sehr bemühen, das jetzt als ausgewogenes Gesamtpaket zu verkaufen, es ist das Gegenteil von ausgewogen, es ist völlig aus dem Lot geraten. 5,4 Milliarden Euro für die Spitze, davon 30% nur für 10 Elite-Unis und gerade mal ein Fünftel dessen, was Sie für die Spitzenförderung mobilisieren, für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Und weniger als ein Zehntel der Summe bleibt dann für die Forschung an Fachhochschulen. Also wer das als ausgewogen bezeichnet, der hat wirklich den Schuss nicht gehört. Ihre Milliarden, die Sie für die Exzellenzinitiative ausgeben, gehen auf Kosten der Breite, und das ist das Problem. Der Bericht der Imboden-Kommission hat gerade sehr differenziert deutlich gemacht, was so ein einseitiges Förderprogramm wie die Exzellenzinitiative bedeutet. Und es wäre doch schön, wenn man sich mit den Befunden noch etwas detaillierter auch mal auseinandersetzen würde. Es bedeutet nämlich eine Zunahme von befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Das steht alles in diesem Bericht. Es bedeutet eine Verschlechterung von Studienbedingungen. Und das übrigens auch und gerade an den sogenannten Exzellenzstandorten. Und daneben hat der Bericht auch aufgezeigt, dass es nie eine Chancengleichheit von Hochschulen im Bewerbungsverfahren gegeben hat. Und dieses Prinzip, das treiben Sie jetzt noch auf die Spitze, wenn Sie die kleinen und mittleren Universitäten gleich ganz vom Wettbewerb ausschließen. Das ist wirklich völlig der falsche Weg. Und auch das ohnehin sehr krude Argument, ja, dass Sie immer bemüht haben, dass irgendwie durch die wettbewerbliche Spitzenförderung auch die Breite gestärkt würde, auch das wurde von der Imboden-Kommission als reine Chimäre entlarvt. Nochmal zum Mitschreiben, eine Breitenförderung ist durch die Exzellenzinitiative nicht eingetreten. Stattdessen hat sich die Spaltung in der Hochschullandschaft vertieft. Das politische Verständnis dieser Regierung, dass sich Exzellenz immer nur auf besonders wenige beziehen soll, das ist ehrlich gesagt weder fortschrittlich noch besonders ambitioniert. Ich sage Ihnen, was wirklich exzellent wäre. Exzellent wäre es, wenn man von guten Studienbedingungen und hervorragenden wissenschaftlichen Bedingungen in der Breite und für alle sprechen könnte. Und das muss doch das Ziel von Wissenschaftspolitik sein.
Kolleginnen und Kollegen, wenn es soweit ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berichten, dass die Antragstellung für das Einwerben von Drittmitteln den größten Teil ihrer Tätigkeit ausmacht, wenn publiziert wird um des Publizieren Willens, weil das dann als Kennzahl für das Einwerben von Exzellenzmitteln wichtig ist, oder wenn es soweit ist, dass Forschungsfragen eher danach ausgesucht werden, was förderfähig ist, als danach, was die größte wissenschaftliche Erkenntnis bringt, dann kann man ja wohl behaupten, dass da was aus dem Lot geraten ist. Und das ist eine Meinung, die gerade aus den Reihen der Wissenschaft selbst kommt. Das zeigt doch die Petition, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Professorinnen und von Professoren gestartet wurde und die den Stopp der Exzellenzinitiative fordern. Ja, und auch beim Pakt für den wissenschaftlichen Nachwuchs fehlt der Bundesregierung der Blick für die Probleme vor Ort. Wir reden davon, dass sich 90% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von einem prekären Kurzzeitvertrag zum nächsten hangelt. Wir reden von 160.000 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Mittelbau. Und wir reden von einer Situation, in der auf einen Prof 70 Studierende in der Betreuung kommen. Und da kann man nur zu dem Schluss kommen, dass die von der Regierung geplanten 1.000 Tenure-Track-Stellen an den Bedarfen vorbeigehen. Heruntergebrochen auf die einzelne Hochschule bedeutet das gerade mal 2 bis 3 neue Stellen. Und damit ist doch an eine tatsächliche Verbesserung des Betreuungsverhältnisses für die Studierenden wirklich nicht zu denken. Und die Idee, sich an den Hochschulen endlich mal um die Entwicklung neuer Personalstrukturen, neuer Personalkategorien zu kümmern, die taucht in Ihrem Konzept eigentlich gar nicht mehr auf. Dabei wäre das doch der entscheidende Punkt, wenn man wirklich von einem Kulturwandel an den Hochschulen sprechen möchte. Denn nicht alle, die in der Wissenschaft arbeiten, wollen oder müssen das auf einer Professur tun. Und es ist höchste Zeit, auch mal in Deutschland im 21. Jahrhundert anzukommen und anzuerkennen, dass es nicht nur die Professur und darunter den Nachwuchs gibt, sondern dass selbstständige Wissenschaft schon die ganze Zeit von den vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geleistet wird und dass das auch endlich mal als dauerhafte Personalkategorie gefördert und honoriert gehört. Frau Kollegin Golke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schipanski? Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Das ist ja jetzt eine Vereinbarung, die in der GWK beschlossen wurde, diese 3 Pakte, wie Sie das dargestellt haben. Und jetzt wundere ich mich, wenn das alles so furchtbar ist, dass sogar die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen, sprich die Linke, da zustimmt, wenn das so schlimm ist, was Sie hier erzählen. Wie kommt das denn? Das kann ich Ihnen erklären. Wir haben auch Rücksprache gehalten und ich habe im Übrigen auch gerade mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Politiker und Professorinnen gesprochen, die den Stopp der Exzellenzinitiative fordern und die sozusagen auf einen Mechanismus hingewiesen haben. Sozusagen, es gibt eine derart gravierende Unterfinanzierung, dass sich keiner traut, ja, sozusagen öffentlich, ja, dass sich viele Leute nicht trauen, öffentlich sozusagen sich gegen die Exzellenzinitiative auszusprechen und dass tatsächlich natürlich auch die regierten Länder bei aller Kritik sagen, wir können in der jetzigen Situation nicht auf Gelder verzichten. Das ist die Situation. Trotzdem würden sich viele einen Einstieg in eine andere Finanzierung wünschen und ich glaube, es wäre höchste Zeit, dass man eine Debatte darüber mal ermöglichen würde, aber die kann offenbar selten transparent geführt werden, nicht mal hier im Deutschen Bundestag. Einigermaßen vorsintflutlich finde ich ehrlich gesagt auch, dass Gleichstellung in Ihren Pakten gar nicht auftaucht. Und auch hier sage ich, von Kulturwandel dürfte die Regierung erst reden, wenn aktive Gleichstellungspolitik und Familienfreundlichkeit in ihren Konzepten mal eine wirkliche Rolle spielen würde. 50% der Tenure-Track-Stellen müssten eigentlich mit qualifizierten Frauen besetzt werden. Alles andere ist wirklich ein schlechter Witz. Kolleginnen und Kollegen, für die Linke stellt sich die Situation so dar, die Hochschulen, und zwar alle, brauchen 2 Dinge, eine Finanzierung nach Bedarfen und Planungssicherheit. Wir brauchen nicht noch einen Wettbewerb und noch einen Pakt und noch ein Programm. Sie brauchen eine solide Grundfinanzierung, verlässliche Studienplätze, unbefristete Stellen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eine neue Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau. Das wären die richtigen Prioritäten und die richtigen politischen Botschaften in dieser Zeit. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Ernst-Dieter Rossmann spricht jetzt für die SPD.